So. Dann geht's gleich weiter mit Marseille gegen Inter Mailand. Da gibt es einen Neuzugang. Bei Masse gibt es einen Neuzugang und einen Abgang. Wenn ich mich recht erinnere. Ja. Jo. Jo, so ist es. Ja, ist auch so. Der Kapitän hat verlassen. Mal sehen. Nach 44 Spielen und 7 Jahren. Wer? Payet. Na gut, aber schick ich dir Flo, danke, danke. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich sie hingeben soll sonst. Ja, der Neuzugang sitzt noch auf der Bank. Bei mir auch. Mata Oh. übernimmt Payets Position. Wo ist der hingewechselt? Bälle zügeln zu Rom. Ah. Und Bälle zügeln übernimmt das Amt des Kapitäns. Ah. Puh. Muss ich bis in den Torwart das einen Vorwurf machen? Ja, Natürlich unglücklich, dass er da aufspringt, aber wenn er schneller aufgestanden wäre, hätte er vielleicht noch reagieren können. willst du sagen, nur weil er schwarz ist, muss er schnell sein? Nein, aber er ist wirklich zu langsam aufgestanden. Das stimmt. Wo ist denn der Brand? Da ist der Brand. Dann wie viel das? Das ist ein fünftes. Wow, hofft er noch nicht. Oh. Nein. Abseits. Doch. Oh. Ja, der riecht den Todesgeruch auf seiner Position. Achso, ist da der Neue? Ja. Du weißt nicht mehr, wer da eingekauft wurde, oder? Nein, ich merke mir das nicht. Ich bin froh, dass ich mal meine manchmal merke. Oh ja, das stimmt. Ab und zu, weißt du, weiß ich es, aber jetzt so, wenn du mich jetzt so auf die Schnelle fragst, wüsste ich es jetzt nicht. Ganz ehrlich, ich muss auch überlegen, noch immer, wo Sonne hingewechselt ist. Barcelona. Ah ja, genau. Ja, stimmt, haben wir ja Ja, das schon sogar schon gesehen. gespielt. Ja, stimmt. Ja, was ist die? Weißt du, Aber es ja, ist es für eine sind Menge zu Geld viele. weggegangen. Aber irgendwie merkst du dir dann nur so ein paar Spieler oder die, wo du Shit, warum habe ich den nicht bekommen? Nein! Oh. Oh. Da war ich jetzt nicht durchgefasst, dass der noch so schön zurückkommt.
Oh. Aber ich muss sagen, bei Milan sind einige ordentlich gestiegen. Okay. Okay. Das war unabsichtlich. Oh. Da war einer zu viel. Stark. Nummer 6. Brand. Ja, ich habe immer gewusst, dass er gut ist und dass er auf der Position gut spielt, aber jetzt zeigt er mal mehr. Schauen wir mal, ob wir Balotelli noch im nächsten FIFA sind. Wieso? Er hat momentan keinen Verein. Oh. Und dann ist wieder rausgekommen. Haben. Nein. Nein. Den hätte ich vielleicht auch selber machen müssen. Ups. Oh, shit. Durchs Tor durch. Sicher, sicher. Stark. Ja. So stark. Ja. Ja, Hazard hält der Masse jetzt noch im Spiel. Das wird sicher auch ein Anwärter, weil meistens, wenn einer übers halbe Feld rennt, ist das Tor auch dabei. Da hat er sich verdient. Muss da mal schaffen, über das halbe Feld zu rennen. Ja, mir wird die Puste ausgehen. Wow. Ja, Marcel muss sich was einfallen lassen. Und jetzt hat eine Blitzaktion von Hazard noch ein bisschen was gerettet einmal in die Halbzeit. Noch Zeit für den Neuzugang. Bei mir noch nicht. Bei mir schon. So, da ist auch schon Munjain. Gesundheit.
Was ist für ein Landsmann? Spanien. Ah. Kann man versuchen. Oder? Oder? Aber funktioniert, also. Gut, Adrik, ich brauche dir nicht. Kannst du selbst das machen? Und eine jetzige Legende wird es dafür nächstes Jahr vielleicht wieder geben. Oder gibt es dann? Welche? Nein. Das kann noch sehr entscheidend sein. Mitten. Robben. Achso, ja, ja, den gibt es sicher sogar wahrscheinlich. Also denke ich immer. So, nächsten, was hast du gesagt, die letzten zwei Wechsel. Nein, Mann. Das ist jetzt aber scheiße. Nein, Mann. Na gut, haben wir eine. Lösen wir auf. Löst man auf? Löst man auf. Nein. Gut, ja. So. Der ist sogar viel höher gegangen, als mir lieb war. Der Spieler. Durch ein verficktes Tor, weil ich ihn testen wollte. Ah, jetzt weiß ich, wenn du meinst. Hossa. Ja, war aber ein sehr, sehr sehenswertes Tor, also. Ja. Ob man so eins in der Champions League noch sehen, weil das war, wenn nicht mit Abstand das Beste sogar was.
Boah. Ja, er zeigt wieder seine Weltklasse. Ja, da musste ich rauskommen, aber so weit wie der gegangen ist. Ja, das verstehe ich wieder nicht. Wie konnte der so frei sein, Alter? Auch wenn es ein Konter war. Er war schneller einfach. Er ist gleich losgelaufen beim Pass, wenn die anderen sich dann erst umdrehen haben wahrscheinlich. Damit ist er automatisch schneller. So wie jetzt, siehst du? Deine war schon im Laufen, während mein Verteidiger erst anfängt zum Laufen. Das ist ja der Vorteil von dem L1, dass du den Spieler schon sagst, wenn. Ja, aber du hast ihn ja nicht gesehen am Feld, so weit wie der vorne war. Oh ja, da war der einzige Spieler vorne. Nein. Nein, Alter! Kommt, Alter, einen Punkt habt ihr schon verdient. Das wird dann jetzt. Ja. Einmal können wir ja noch. Das war zu leicht. Aber das war schön. Oh. Ciao. Nein! Gott sei Dank. Nein! Nein! Wir sind leider wieder verschwunden, glaube ich. Nein. Ja, ich bleib dabei. Leider die rote Karte unentschieden hätten sie sich, glaube ich, verdient auch. Na, man muss ehrlich sagen, dass da wirklich Hazard sein können, da wirklich viel entschieden hat. Das waren zwei Kontertore. Das eine war es selbst. Ah. Verdammt, das Glück ist mir nicht hold, oder? Ja, für man sich auf jeden Fall ein Tor hat, man die ja letztes Jahr um den Abstieg gespielt haben. Für ihn dann natürlich. Eigentlich auch Pech, ja. Und eigentlich würde ich auch sagen, dass hier Inter mehr fürs Spiel gemacht hat. Ja, der Rode hat ihm nicht gut getan.
kann man sagen.